Hallo Barthelden, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie ich euch im letzten Video schon angekündigt habe, möchte ich ein bisschen mehr in Richtung Content und Tutorials und so gehen und deshalb gibt es heute zuallererst mal ein ganz lockeres, ungeskriptetes und Labervideo zum Thema Rundbürsten. Das Tolle an dem Thema ist, dass damit sowohl Bartinteressierte als auch die rein Frisurinteressierten unter euch etwas anfangen können. Denn diese Bürsten eignen sich super zum Bart in Form bringen, aber auch super für die Frisur. Und deshalb, genau, habe ich mir auch gedacht, dass das einfach mal ganz cool wäre, darüber zu sprechen. Und auch, weil ich erst vor kurzem auf dieses Thema gestoßen bin, aber vor allen Dingen bei der Bartpflege. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Was ist denn das Besondere an so Rundbürsten? Naja, das Besondere ist, dass du damit immer nur einen kleinen Teil deiner Haare gebürstet bekommst, aber dass du eben, weil das nur so ein kleiner Teil ist, damit eine unfassbar gute Kontrolle über die Haare hast. Also, ich weiß nicht, ich kann ja mal... Das ist jetzt nicht geplant, ja? Aber ich kann ja mal hier sowas nehmen. Dann siehst du, dass das immer nur so ganz kleine Strähnen sind. Aber dass ich damit halt eben, ja, man sieht es schon, sehr viel Kontrolle darüber bekomme. Und das Gleiche gilt eben auch für den Bart. Das bedeutet, dass du die auf deinem Kopf dafür anwenden kannst, um A, den Haaren Volumen zu geben. Einfach, wenn du hinten anfängst und die Haare so hochkämmst beim Föhnen. Das geht damit ausgesprochen gut und eigentlich so gut wie mit keiner anderen Bürste. Aber auf der anderen Seite kriegst du die Haare damit eben auch sehr gut kontrolliert. Das bedeutet, wenn du das möchtest, auch glatt. Das heißt, auch für liegende Frisuren oder wenn deine Haare nicht ganz so einfach zu bändigen sind, funktionieren diese Bürsten sehr gut. Beim Bart gibt es hauptsächlich die Anwendung, die Barthaare unter Kontrolle zu bekommen. Denn Barthaare sind ja von Natur aus kraus und ein bisschen dicker. Und das macht es teilweise sehr schwierig, denen zu sagen, wo sie hingehen sollen. Und ich habe auch letztens in einem Blogartikel schon drüber geschrieben, dass Bartbalsame zwar immer mit starkem Halt werben und das aber nur selten der Fall ist. Und das ist halt eben auch so einer der Punkte, wo so eine Rundbürste sehr sinnvoll sein kann. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich bin letztens auch erst auf das Thema Rundbürste im Bart gestoßen. Erstens, weil ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, hier den Mustache Curl reinzubekommen, was mit so einer Rundbürste ausgesprochen gut geht. Aber auf der anderen Seite auch nach einer Möglichkeit gesucht habe, hier die Haare an den Seiten zu bändigen. Ich habe letztens im Livestream auf Facebook in der Barthelden-Community schon erklärt, dass ich momentan ein bisschen in der Wachstumsphase bin, was eigentlich eher daran liegt, dass ich zu faul bin, mir den Bart zu trimmen. Aber ich möchte auch noch mal ein bisschen länger reinbringen und mal schauen, vielleicht auch, wo die Terminallänge liegt, also wo die Länge ist, wo es nicht mehr weiter wächst. Ne? Und das Problem bei mir persönlich, bei meinem Bart ist, dass hier die Seiten sehr schnell sehr franselig werden. Das heißt, wenn ich die auswachsen lasse und nicht abtrimme, dann gehen die immer so schön Dagobert Duck-mäßig an die Seite. Und das sieht einfach sau ungepflegt aus. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch nochmal auf die Rundbürste gestoßen, denn das kann man damit auch super bändigen, indem man hier einfach dann beim Föhnen die Bürste so rollt und runterzieht. Wie gesagt, bei Rundbürsten kommt das alles auf die Kontrolle an. Du hast immer nur sehr wenige Haare und dafür kannst du das halt eben einrollen ohne Ende. Das geht auch hier unten, wenn ich das mal zeige. Also wenn ich hier rolle, dann kriege ich hier so richtig, kann ich die Haare so richtig nach unten unter das Kinn machen. Was auch nochmal sehr geil ist, wenn der Bart hier ein bisschen zu lang ist, dann kannst du denen so eine Kurve geben. Das heißt, der sieht im Gesamten runder aus. Und genau, also damit sind ganz, ganz viele tolle Sachen möglich. Ich habe ja gesagt, das wird ein bisschen ein Labervideo. Jetzt noch ein bisschen was zu den verschiedenen Rundbürstentypen. Denn ich wusste am Anfang gar nicht, welche Bürste ich mir denn zulegen soll. Und deshalb habe ich mir zuallererst diese Variante hier gekauft. Das ist so eine, die hat so Kunststoffborsten. Die gibt es aber auch, vor allen Dingen für Bartträger ist das wichtig, mit Wildschweinborsten. Ich hätte mir auch noch eine Wildschweinborstenbürste gekauft, wenn ich nicht so verdammt geizig wäre. Aber ich kann euch nur raten, wenn ihr das plant, für den Bart einzusetzen, holt euch eine Wildschweinborstenbürste, weil hiermit kratzt ihr euch alles kaputt und das ist sehr unangenehm. Auch wenn es, oder vor allen Dingen, wenn es hier in Richtung Schnurrbart kommt. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite noch die Variante mit diesen dickeren Plastiknoppen. Und zwar hat die hier oben so runde Kügelchen drauf. Und das erlaubt es eben vor allen Dingen beim Schnurrbart, die Haare schön zu greifen. Und die unterscheiden sich
hauptsächlich daran, dass die hier wesentlich mehr Zug hat als die Variante. Ich denke, das erklärt sich fast von selbst, wenn man sich anschaut, wie dicht hier die Borsten sitzen und wie weniger dicht sie hier sitzen. Das heißt, das ist im Grunde genommen eine Ausprobierenssache, aber ich würde empfehlen, sowas hier für den Schnurrbart zu nehmen und sowas hier eher für den Bart, wenn du halt hier im Buschigen hantieren möchtest und wenn du das irgendwie glatt kriegen möchtest, ja. Die Empfehlung kommt daher, dass die hier, wie gesagt, wesentlich mehr Zug hat, weil die Borsten dichter sind und weil du damit einfach auch näher an der Haut irgendwie dran bist. Und damit ist es eben super möglich, hier die Haare an der Seite glatt zu kriegen, was hiermit fast gar nicht möglich ist. Und die hier kannst du aber dafür dann super, oder benutze ich super für den Schnurrbart. Und das hier tut einfach nur weh. Also das benutze ich gar nicht für den Schnurrbart. Wie gesagt, die Naturborsten-Variante gibt es auch. Es gibt auch noch hiervon eine mit Thermalfunktion. Ich glaube, das ist dann so. Ich muss aber nochmal nachschauen, oder ihr schaut am besten selber mal nach, dass dann hier dieses weiße Material, dass das dann so ein Keramikding ist, was sich nochmal zusätzlich aufheizt, wenn du da mit dem Föhn dran bist beispielsweise. Und das ist dann vor allen Dingen interessant für diejenigen unter euch, die die Haare damit glätten wollen, weil die zusätzliche Hitzequelle da einfach bei hilft. Aber das ist eh ein Detail, was, glaube ich, nur auf einen kleinen Teil von euch zutreffen dürfte. Bei den Haaren auf dem Kopf kommt es hauptsächlich auf den Haartyp an sich an. Wenn du eher dünne Haare hast, also feine Haare, die leicht verknoten, dann wäre, glaube ich, sowas hier eine bessere Option. Denn ich weiß, dass Frauen häufig diese hier empfohlen werden, einfach weil man sich damit wohl nicht so viele Haare ausreißt, wenn die leicht verknoten, und weil die Borsten halt viel flexibler sind. Und auf der anderen Seite benutze ich sowas hier gerne, wenn ich beispielsweise einen Wachs als Pre-Styler drin habe, einfach weil ich damit leichter wieder rauskomme. Ne? Denn das ist auch ein Problem, wenn man zu fest gerollt hat, dann muss man das Ganze erstmal entzwirbeln, und da fällt es mir hiermit wesentlich einfacher. Ich kann das Ganze ja nochmal zusammenfassen. Die Rundbürste eignet sich vor allen Dingen dafür, auf dem Kopf Volumen und glatte Haare zu erzeugen, im Bart Kontrolle reinzubringen und beispielsweise den Schnurrbart zu zwirbeln oder so Haare, die einfach nicht anliegen wollen, schön zum Anliegen zu bringen und generell auch hier unten beispielsweise den Bart zu formen. Es gibt insgesamt zwei Sorten von Rundbürsten. Einmal die Geschichte mit den kurzen Borsten und den dichten Borsten. Die gibt es auch in der Wildschweinborsten-Variante und in dieser komischen Thermal-Variante. Und dann gibt es die Geschichte mit den weiten Borsten und wofür die beiden sich eignen. Das solltet ihr, denke ich, noch im Kopf haben. Ja? Das soll es auch soweit schon gewesen sein mit dieser kurzen Einführung. Ich würde gerne als nächstes oder in den nächsten Wochen noch ein Tutorial drehen, entweder für die Haare auf dem Kopf oder für den Bart oder auch beides. Und deshalb, genau, wenn ihr einen speziellen Wunsch diesbezüglich habt, schreibt das am besten in die Kommentare rein, denn dann werde ich mal schauen, was so am häufigsten vorkommt und das dann als erstes machen. Ja, und wenn die andere Variante dann gar nicht kommt, dann weiß ich auch Bescheid, denn dann kann ich mir das zweite Tutorial auch sparen. Wie gesagt, das war's soweit. Ich danke euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es euch etwas gebracht hat und dass ihr etwas lernen konntet. Für mich war das wirklich ein ziemlicher Augenöffner, vor allen Dingen was den Bart angeht. Und seitdem ist nichts mehr wie vorher. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, euer Kai.